So, und ab geht's in den Innenbereich des Dunwall Tower. Ah, genau, den Text hatte ich schon vorgelesen. Ups, wo bin ich denn hier? Erstmal durch die Wände gucken. Was geht da unten vor sich, General? Es gab Meldungen der Störung im Hof des Towers. Meine Männer prüfen das. Verkoppeln Sie die Waffen. Verkaufen Sie sie. Wie oft muss ich Ihnen das sagen? Wenn doch nur jeder täte, was getan werden muss. Ja, Lord Regent. Tja, wenn. Weil das Dach sicher ist, sollten Sie für den Moment im Schutzraum bleiben. Meine Männer und ich stellen sicher, dass niemand hochkommt. Ja, tun Sie das, General. Lassen Sie den Eindringling nicht vorbei. Ich kümmere mich oben um den Lord Regenten. Ja, General. So, jetzt habe ich natürlich die Rune verpasst, die draußen noch war. Verfluchte Scheiße. Zwei Runen hätte ich mir irgendwas kaufen können. Drei Runen. Acht Runen. Zeit verlangsamen. Alter Schwede, ja, das ist dann aber auch echt heftig. Sehr hoch. Sehr hoch. Sehr niedrig, sehr niedrig. Naja. Das schaue ich mir mal besser. Was willst du machen? Ah, ja. So ein Generalschlüssel ist schon was Feines, was? Und das hier ist für den Folterriemen. Ich meine den kaiserlichen Befrager. Oh nein, warum muss ich ihm das bringen? Er ist harmlos, solange du nicht vorgesehen bist zur Hinrichtung oder zum Verhör. Er ist so seltsam. Er arbeitet immer an geheimen Dingen. Der ist ein brutaler Hund. Vertrauen. Er ist zahm wie ein Lamm. Jetzt bringt er. Ah, scheiße, egal. Blöd gelaufen. Blöd gelaufen. So. Rune ist noch weiter oben. So, die Wand ist manipuliert. Direkt über mir. So, sicher ist sicher. Oh. Okay. Kommt vor. Plünderungen in jüngster Zeit. Nee, hatte ich schon. Weiner hatte ich auch schon. Das hatte ich auch schon. Lecker, lecker, lecker. Wie die Wache einfach mal fett drauf scheißt. Ich will jetzt mal. Zack. Ach, verdammt, hat er mich doch bemerkt. Oh. Alter, ich bin aber auch brutal, ne? Ich bin echt ein Arsch. Oh, bitte. Nein, nein. Boah! Voll reingegrätscht. Oh. Ich kann echt ein Arsch sein, ich weiß, aber. Darauf scheiße ich. Darauf scheiße ich. So. Knochenartefakt ist noch weiter oben. Alter, machst du da jetzt mal Platz? Geht doch. Erzählungen für Kinder hatte ich auch schon. Tja, was will man machen?
Nimm mal den Klodeckel runtergeklappt hier, Schwein. Nee, nach unten möchte ich nicht. Ich möchte gerne weiter nach oben. Ist das auf irgendeine Art und Weise möglich? Da unten ist auch noch eine Rune. Alter Schwede. So, hilf mir doch jemand. Ach, Fresse halten. Alter, wieder da einfach nur so auf einer Leiche. Fress. Haut rein. Hm, dann nicht. Aha. Festung und Corvo, inmitten der hohen Festung deines Feindes. Was für ein beeindruckendes Bild du auf deinem Weg zum Lordregenten abgibst. Wie wirst du seine Herrschaft beenden? Mit Blut oder mit der Wahrheit? Es ist nicht einfach, zu ihm zu gelangen. Wenn die Kaiserin so gut bewacht gewesen wäre, wie anders würde die Lage heute sein? Ist es nur Rache, die du suchst, oder hast du noch einen anderen Plan? Willst du Wiederherstellung, Gerechtigkeit und die Krönung einer neuen Kaiserin? Oder wirst du alle ins große Nichts reißen? So wie es aussieht, wird alles so in den Arsch gehen. Das war ein großes Spektakel. Ja. Erwarte ich auch. Oh, liebster, liebster unten im Keller. Oh mein Gott. Die Lumpengräfin, die steht auf den Kerl. Ach du Scheiße, ist es so düster. Warum kommst du nicht zu mir? Wärst du hier, würde ich schreien, nicht wahr? Komm mich noch einmal besuchen. Dann gebe ich dir ein neues Geschenk, geschnitzt und glänzend. Zwar bist du kein Meister der Konversation, doch ich liebe es, dir bei deiner Arbeit zuzusehen. Komm wieder und ich erzähle dir Geschichten, solche Geschichten. Was passiert jetzt wohl, wenn ich den... Ah, okay, war optional. Oder wie ist sowas immer nicht peil? Slackjaws Battle Street Gang. Auszug aus einem Report über brutale Bandenaktivitäten. Clavering Boulevard, die Straße, die zum Büro des Oberaufsehers führt, ist noch immer unter strenger Kontrolle. Die Stadtwache mag ausgedünnt sein, doch sie haben mehrere Posten mit einigen Wachen entlang der Straße errichtet. Außerdem heißt es, es sei der Bau neuer Sicherheitssysteme Sokolovs geplant, um die Straße zu schützen, in der einige wichtige Personen wohnen und entlang derer zahlreiche wichtige Geschäfte zu finden sind. Die umliegenden Straßen sind eine ganz andere Angelegenheit, insbesondere die Bottle Street und die Old Dunwell Whiskey Destillery werden derzeit von Slackjaw und seiner Bottle Street Gang kontrolliert. Viel ist nicht über Slackjaw bekannt, außer dass er seit dem Ausbruch der Seuche besonders aktiv ist, weil ein Teil seiner illegalen Machenschaften aus der Verteilung des vor der Seuche schützenden Elixiers besteht. In der Stadtwache ist die Stadtwache bislang noch nicht besonders entschlossen, gegen ihn vorzugehen. Oh Gott. Der ganze Ort ist vor die Hunde gegangen. Ja. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? Kein Zweifel. So, den hätten wir. Hans Dice. Sollen wir uns ansehen. Was kommt her? Von wo aus kommen sie?
Und 3, 2, 1. Das Schöne ist. Tada, nochmal 150 Münzen. Dafür habe ich die jetzt umgebracht. Ja. So sieht's aus. Oh. Besser nicht da lang. Nehme ich hier den Hauptweg. Zack. So, noch irgendwelche Feinde hier? Insel Tyvia hatte ich schon. Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Die Chancen stehen gut. Ich hab das gehört. Ich räume selbst hier alles aus. Das sollten wir uns ansehen. Ich finde dich schon noch. Wachen, zu mir! Oh. Oh, voll in den Fuß. Oh, jetzt bin ich gerade Adrenalinrausch hier. Scheiße. Ist dann natürlich alles ein bisschen blöde, dass ich das jetzt nicht mal dann... Ich brauche mehr Männer! Ja, die sind witzig, die Dinger. Hallo, ich will nicht ihn schlitzen, ich will... Gut, also in der Nähe geht's gar nicht. Jawohl, musst du doch irgendwann mal einen Geheimgang geben. So, was macht das Knochenartefakt denn, was wir gefunden haben? Robust. Tränke geben dir etwas mehr Gesundheit zurück. Mehr Gesundheit? Naja, passt schon so. Dann lass mal hören. Meine Tochter, eines Tages wirst du erwachsen sein. Und ich frage mich, was du von diesen Jahren behalten wirst. Wirst du dich gern an deine Kindheit erinnern? Ach, von der Königin? Oder gab es Kaiserin? Kinder, Mädchen, formelle Essen und langweilige Geschichtsstunden. Vielleicht werden die kostbaren Stunden, die wir miteinander verbracht haben, heller leuchten. Die Zeit mit deiner Mutter, mit Corvo, der meinem Herzen so nahe stand. Ich hoffe, dass Ratten und Seuche nur ein vorübergehender Schatten sein werden. Alte Erinnerungen, Krisen kommen und gehen, gemeistert von deiner Mutter und ihren Beratern. Du wirst auf dem Thron sitzen. Und weise herrschen. Das
Das Leben ist schwer, voller Verantwortung und Gefahren. Du konntest dir nicht aussuchen, die Tochter einer Kaiserin zu sein, aber du wirst mit den Herausforderungen wachsen. Bewahre dir dein gutes Herz, Emily. Zeichne und erzähle Geschichten und teile deine Macht nur mit Menschen, denen du wirklich vertraust. Ah. So, kann man das jetzt hier wieder dicht machen? General Tobias. Der kaiserliche Meisterspion. Auszug aus einer geschichtlichen Aufzeichnung von Regierungspositionen und Rängen. Es heißt, dass die Position des kaiserlichen Meisterspions existiert, seit es Kaiser und Kaiserin gibt. Allerdings war sie in der Frühzeit des Kaiserreiches ein gut gehütetes Geheimnis. Sie wurde erst nach dem Morley-Aufstand öffentlich gemacht. Nicht zuletzt dank der gewichtigen Rolle, die der damalige Meisterspion bei der Niederschlagung der Rebellion spielte. Ursprünglich wurden Mitglieder des Militärs oder Offiziere der Stadtwache für diesen Posten vorgeschlagen und dann von der Admiralität ausgewählt. In jüngster Zeit empfahl der scheidende Meisterspion vielversprechende Kandidaten aus der kleinen, aber feinen Gruppe der Agenten, die unter ihm gedient hatten. Auf diese Weise blieb Kontinuität gewahrt, da viele der geheimen Projekte der Regierung nicht schriftlich festgehalten, sondern nur hinter verschlossener Türen flüsternd weitergegeben werden. Das bringt uns zur größten Kritik an der Position des kaiserlichen Meisterspions, dass Aktionen ausgeführt und Dinge zugesagt werden, von denen nicht einmal der Kaiser oder die Kaiserin weiß. Dieser Mangel an Aufsicht und Rechtschaffenheitspflicht und Rechenschaftspflicht wird in den Sitzungen des Parlaments oft debattiert. Doch diejenigen, die als kaiserliche Meisterspione dienen, bestehen darauf, dass sie über dem Gesetz und der Bürokratie stehen müssen, um ihren Dienst angemessen erfüllen zu können. Ne, da nicht, schade. Da haben wir das Herz. Ach, der Lord Regent hatte selber auch eine Rune hier rumliegen, oder was? Interessant. Der Oberaufseher hatte ich schon. Eine Uhr, ein Pisspot. Durchs Feuer wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ein Tresor! Fehlgeschlagene Experimente hatte ich auch schon. So, jetzt will ich mal hier der Tower von Dunwell. Auszug aus einer historischen Betrachtung über den Dunwell Tower. Seit über einem Jahrhundert ist der Dunwell Tower nicht nur Regierungssitz der Insel Gristol, sondern auch der Sitz der Macht über alle Inseln des Kaiserreiches. Herrscher kamen und gingen, doch jeder fügte dem Gebäude eigene Elemente hinzu. Gärten, Observatorien, neue Mauern, Wasserbecken und spezielle Gemächer, die ihren Launen und Bedürfnissen dienten. Der Dunwell Tower überstand zahlreiche Kriege, mehrere Großbrände und den Einsturz und Neubau des Nordflügels. Tyvia und Zerkons traten dem Kaiserreich als erste bei. Morley widersetzte sich am längsten. Einige der daraus entstehenden Konflikte machten eine weitere Befestigung des Towers erforderlich. Zahlreiche Attentatsversuche gegen Ende des Konflikts mit Morley führten schließlich zur Schaffung der Position des kaiserlichen Schutzherrn, der vom jeweiligen Herrscher nach sorgfältigen Überlegungen ausgewählt wird. So, die Zeit ist wieder um. Ich würde sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.